Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich habe jetzt einfach mal weitergemacht. Da ich ja gelesen habe, hier ist noch eine Quest Gefängnisausbruch in diesem Gebiet. Die mache ich noch. Jupp. So, mache ich jetzt. Ne, ich nehme noch eine von den neuen Kisten. Wo habe ich die? Da sind die. Ach, da sind vier Gegenstände bloß drin. In den anderen sind sechs. Also die habe ich für 210.000 Credits gekauft. Im Mod. Buhu. So, erstmal hier den Ruf freischalten. Und dann haben wir einen Buhu. Wahrscheinlich will er jetzt heulen oder so. Gucken, ob man da was im Gesicht sehen kann. Ich komme mal dich da ran. Buhu. Okay. Du verspottest alle kleinen Babys, ja. Jetzt werden die ganz schön sauer sein, die Babys. Ja, nichts Tolles. Ich muss sagen, die 200.000 Credits habe ich mal wieder richtig in den Sand geworfen. In den Sand gesetzt. Aber anders kommt man halt nicht an die Rufpunkte ran. Ich würde. Da fand ich eine Rüstung fand ich ja halt ziemlich geil. Also die werde ich mir dann später mal kaufen. Hoffe ich doch mal. Bloß da brauche ich auch die Zertifikate. Also man braucht einen bestimmten Ruf und man braucht Zertifikate. Und das ist immer so ein bisschen Kacke. Ich weiß nicht, ich muss nochmal nachgucken, ob man sich die Zertifikate vielleicht auch im Auktionshaus kaufen kann. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Das wird helfen. So, jetzt sind wir hier im Gefängnis drin. Imperialer Zuchthausoffizier. Hier, zack. Na, du sollst schlagen. Ist der Ping hier irgendwie oder? Hm, komisch. Hab mich vielleicht auch einfach nur verklickt. 30 Gegner? Das. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch total klein hier. So viele Gegner können doch hier nicht sein. So, nächster Feuer, nächster Feuer. Flächenschaden rein. So soll das sein, genau. So. 6 von 30. Ich meine, ist ja schön, dass ich hier 36 schon habe, aber ich kann mir nicht erklären, wo die ganzen Gegner herkommen sollen. Wahrscheinlich wird dann hier nachher eine riesige Truppe reinkommen, wenn ich hier irgendwas sabotiere oder irgendein Gefängnis öffne. Also zurzeit sehe ich hier nicht so viele Gegner, die mir... Oh Mann. Hier, ich kann nicht auch hauen. Nee, kann ich nicht. Muss nachladen. Jetzt kann ich hauen. Wieso muss man einfach zum Kolbenschlag nachladen? Munition 2. Eigentlich müsste der gratis sein. Wozu braucht man da Munition? Das ist irgendwie ein kleiner Logikfehler. Ich meine, muss man sich mal vorstellen. Muss erstmal nachladen hier. Damit er mit der Waffe schlagen kann. Wie albern ist denn das? So, hier. Goldschlag. Finish him. Ja, das ist ein geiler Finish-Move eigentlich. Fast sogar wie der Eiertritt von dem Schmuggler. Ich habe auch einen Schmuggler, ich weiß gar nicht, was war das, Schurke? Es gibt ja Schurke und Revolverheld, glaube ich, als Spezifikation beim Schmuggler. Und ich spiele, glaube ich, einen Schurken. Und, aber ich glaube, der andere hat das auch und der hat dann so einen Beintritt, dass er ihn zwischen die Beine haut und dann... Da ist der Gegner, glaube ich, auch kurz betäubt. Verständlich, wenn man ihn in die Eier haut. So, ich ist schon da runter. Ach, das geht da runter noch. Jetzt verstehe ich, warum 30 Gegner. Das funktioniert nicht. Ihr braucht einen Extraktorausweis, um den Aufzug zu bedienen. Erstmal werdet ihr befreit. Ich bin vorbereitet. Und woher wisst ihr das? Macht euch keine Gedanken um den Aufzug. Sagt mir, wie man die Zelle öffnet. Verschwindet hier, solange ihr noch könnt. Die Extraktoren können jeden Moment zurück. Na, ist euch die Lust am Reden vergangen, alter Mann? Das alter Mann? Anscheinend haben wir ein Sicherheitsproblem. Und mehrere neue Gefangene. Na, nix Gefangene hier. Wir sind keine Gefangenen. Der klang gar nicht mal so alt, der Mann.
Sieht zwar alt aus, aber die Stimme war eigentlich mehr jung. Gott, wie schwach sind die denn hier alle? Munition schon wieder alle. Ekelhaft. Also heilen muss ich mich hier nicht, aber ich muss immer... Eigentlich müsste ich nach jedem Kampf immer auf- und nachladen, damit ich wieder Munition habe. Weil Heilung macht Alara alles schön. So, hier ist die Gefängnis... Kontrollkonsole. Die Extraktoren sind tot? Ihr habt uns gerettet. Ich kann es kaum glauben. Es waren ja jetzt nicht viele, ne? Es waren ja bloß drei so eine Waschlappen. Ich muss jemanden finden. Ihr seht etwas mitgenommen aus. Noch seid ihr nicht frei. Ist alles in Ordnung? Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Ich könnte Luftsprünge um das Gefängnis herum machen. Nein, lieber Kilometer weit davon entfernt. Ich weiß, dass Lieutenant Wekaner selten die Befragungsräume auf der unteren Ebene verlässt. Die wertvollsten Gefangenen hat er immer in seiner Nähe. Hier, nehmt den Ausweis des Extraktors. Wenn ihr noch jemanden befreien wollt, müsst ihr dazu auf die untere Ebene. Lauft jetzt lieber los. Ich bin euch etwas schuldig. Ihr seid ja keine große Hilfe. Danke für die Unterstützung. Ihr befreit mich aus einem imperialen Gefängnis und dann bedankt ihr euch bei mir? Ich muss wohl träumen. Ich verschwinde jetzt, bevor noch mehr Extraktoren auftauchen. Viel Glück. Das ist alles ein Traum. So, dann mal runter. Ab in den Bunker. Bin ich mal gespannt, wie groß das hier ist. Also 30 Gegner sollen wir insgesamt, oder? Wir haben schon 13. Durchhalten. Ja gut, das passt. Sind sie hier in Dreier... mit drei Leuten in Reihen aufgestaffelt. So, wegschubsen. Ich wollte gerade mit dem Schlaggeschoss einfrieren, dass er da wenigstens stehen bleibt. Ich müsste mal lieber die Kryogranate für das nächste Mal nehmen. Das ist diese Typen. Die rücken mir jedes Mal auf die Pelle. So. Feuer. Feuer und keine Munition mehr. Jetzt muss ich wie so ein Bekloppter hier schießen, beziehungsweise mal aufladen. Boah, krass. Zieht der einfach eine Lache ran. So, hier Flächenschaden rein. Junge, du brennst. Boah, ey, lass mich in Ruhe. Das kann ich auch. Also, mir sind die Schwachen lieber. Vor allem, die können die nicht ranziehen. Die können ja meistens gar nichts, außer irgendwie doof rumsitzen und hinter Kisten verstecken. Na. Soll es hier ein Faustkampf werden, oder wie? Hm? Was war das für ein Geräusch? So, war der hier? Imperialer Zuchthausoffizier. Ja, das ist der Nahkämpfer. Also ich schubse den jetzt mal darüber. Dann Kryogranate. Und dann mache ich mal einen Mörsagel rein. Natürlich schade, dass der andere jetzt da drüben stand. Dass sie so weit auseinander waren. Eigentlich könnte man das noch ein bisschen effizienter gestalten, hier mit dem Gegner töten und Munition verschwenden. Konfrontiere Lieutenant WK. Der wartet da hinten schon in der Ecke auf uns. Nee, komm, was machen wir? Ich schub sie mal erstmal weiter in die Richtung. 5 Gegner noch. Sehr schön. Oh, muss das sein? Also wenn er schon so dicht dran kommt, dann kriegt er jetzt was mit einer Impulskanone. Ich muss jedes Mal noch mal nachgucken, um mich vergewissern, ob es wirklich der Angriff ist, den ich gerade genannt habe. Weil mir den Skills aufsagen, das ist nicht so mein Ding.
Da verwechsel ich meistens die Namen oder. Was war das für ein Geräusch? Oh, ein Hochspannungskondensator, ja. Explosivfass wäre mir natürlich lieber gewesen. Dann wären sie schön durch die Gegend geflogen. Hätten auch ein bisschen mehr Schaden bekommen. So, wieder eine Balmocha-Auszeichnung. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viele bekomme. Beziehungsweise, ich habe noch 7 Tage Zeit. Man kann ja als Free-to-Player nur 20 Auszeichnungen haben. Und ich glaube, ich habe schon mehr als 20 Balmocha-Auszeichnungen. So, dann gehen wir erstmal hier zu Lieutenant Vicar hin. Idioten! Hat keiner von euch daran gedacht, einen Eindringling zu stoppen? Oder verteilen wir etwa Einladungen? Egal, ihr werdet meine Arbeit bei der Stabilisierung Balmoras nicht stören. Genau deshalb bin ich aber hier. Gebt mir, was ich will. Ganz schön eingebildet. Dann haben wir wohl einen Interessenskonflikt. Ja, weil die Republik unter Freiheit versteht, dass man gefährliche Tiere frei herumlaufen lässt. Egal, ob ihr wegen eines irregeleiteten Versuchs hier seid, diese Kriminellen zu retten oder die Interessen der Republik verfolgt, ihr werdet keinen Erfolg haben. Das Korinth-Gefängnis und alle darin dienen dem Imperium. Sie leben dafür und sie sterben dafür. Letzte Chance, Vicar. Ihr seid ein hoffnungsloser Fall. Jetzt bin ich sauer. Lasst die Gefangenen frei, dann könnt ihr gehen. Und planetenweite Unruhen bewirken? Kein Wunder, dass die Republik zerfällt. Entwaffnet den Eindringling. Lebend, wenn es geht. Tod als Exempel. Lebend? Nee, über meine Leiche. Also dann müsst ihr mich wirklich töten. Meine Waffe kriegt ihr nicht. Was, jetzt frieren die mich hier ein, die Schweine. So. Da, der Druide. Ich habe in der Videosequenz gerade gesehen, was er mir gemacht hat. Der macht nämlich die Geräusche, der schockt hier die ganzen Gefangenen. Das ist ein Folter-Druide hier. Von wegen Befragungsdruide. Der schockt die bloß die ganze Zeit. Noch mehr Feuer, komm, ja, komm, wir haben noch nicht genug Feuer. Macht zwar nicht mehr Schaden, aber hey. So, effektiv geschossen. Alter, wie viel Energie hat der? Der hält ganz schön was aus. So, mal mit die Pick einwerfen. Also heute ist irgendwie. Halt Alarm mich so schlecht oder wie 134, das ist jetzt nicht so. Das ist ja jetzt nicht gerade die Krönung, was sie heilt. Was hatten sie für eine Quip an? Die hat doch alles an. Ich weiß jetzt nicht, warum die so schwach ist. Ich glaube, die hat schon mal mehr geheilt. Ich helfe. So, wenn ich so an die AH2 denke, die ich dann neulich gemacht habe, alleine. Da war Alara, glaube ich, ein bisschen besser mit dem Heilen. Ich habe Post. Bestimmt wieder was verkauft. Aha. Dr. Mann? Dr. Ortis? Dr. Ortis. Lasst mich einen Moment Atem schöpfen. Ich dachte, dieser Kampf endet nie. Vergebt ihm. Die ganze Sache war traumatisierend. Dr. Mann, zu Diensten. Ich fasse es nicht, dass ihr all das auf euch genommen habt, um uns zu retten. Danke. Ja, warum ist er aus der Puste? Er hat doch bloß gefangen hier. Hat doch bloß zugeguckt. Gekämpft hab doch ich. Mensch. Wir brauchen eure Hilfe. So wild war es auch wieder nicht. Es ist nichts Persönliches. Man hat mir gesagt, ihr hättet den Sperrer entwickelt. Ich hoffe, das stimmt. Das Imperium hat uns wegen des Sperrers eingesperrt. Und jetzt befreit uns die Republik. Ich glaube, ich weiß, weshalb ihr hier seid. Der Sperrer ist eine unglaublich komplizierte und gut geschützte Waffe. Zum Glück wurden die Entwürfe beschlagnahmt. Wir können mit Lieutenant Vekas Referenzen die Sicherheitssysteme umgehen und an diese Daten kommen. Danach werden sie natürlich gesperrt, aber wir haben, was wir brauchen. Ich bin überrascht, dass sie überlebt haben. Wofür sind die Daten gut? Ich denke, ihr seid die Experten. Ihr seid Experten. Übernehmen wir das mal. Ihr habt den Sperrer entwickelt und jetzt braucht ihr ein Handbuch?
Es dauerte Jahre, den Sperrer zu entwickeln und noch länger, ihn zu bauen. Ihr könnt nicht erwarten, dass wir uns das alles gemerkt haben. Wir könnten die Daten in einen Stift speisen, der der Republik die Kontrolle über den Sperrer garantiert. Moment, was ist mit all diesen Gefangenen? Ihr habt vielleicht alles vergessen, was wir hier gesehen haben, Doktor, aber ich nicht. Das ist unsere Chance, diesen furchtbaren Ort zu zerstören. Wir müssen mit der Umgehung die Leute befreien. Was den Sperrer betrifft, da werden wir eine andere Lösung finden. Befreit die Gefangenen. Hol die Sperrerdaten. Wieso Gefangene befreien? Das kann doch eher so machen, oder wie? Na gut, dann befreien wir die. Das Gefängnis hat genug Leid gebracht. Ihr habt mit einem Handstrich vielleicht die Republik verdammt. Der Dank tausender Gefangener sollte dafür entschädigen. Die Umgehung hat funktioniert. Alle Sicherheitsfelder im Gorinth-Gefängnis sind ausgefallen. Wir sollten zu einer Fähre. Dr. Mellon und ich werden unser Bestes geben, um einen Sperrerstift zu erstellen. Danke. Ein Sperrerstift, ja, dann sollen sie es mal machen. Also so viele Gefangenen. Nach so vielen Gefangenen hat das jetzt nicht ausgesehen. Tausend Gefangene, Tausende. Ich helfe. So, jetzt muss ich wieder rausgehen, oder wie? Zum Glück habe ich immer einen Raketenschub. Ja, ich bin Superman. Oder auch nicht. So, und bloß nicht kämpfen. Lass mich bloß in Ruhe. Dann gebe ich die Quest jetzt hier auch noch ab. Das wird helfen. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir wieder zu dem Außenposten zurück, wo ich eben war. Hätte ich eigentlich auch Schnellreise nehmen können. Ich blöd, Mann. Ja, ich bin sehr blöd. Ich kann helfen. Also hier ist keine Quest mehr. Mal rausgucken. Ja, das ist wirklich da hinten. Dann nehme ich die Schnellreise hin. Geht auf jeden Fall etwas fixer. Und fast wie ein halbes Level gut gemacht hier heute. Wie lange habe ich aufgenommen? Eine Stunde? Ich glaube eine Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, im Zeitschätzen bin ich jetzt nicht so gut. Ist auch egal. Ugalungas utirmu nulu uma. Auf allen imperialen Kanälen wird gemeldet, dass eine republikanische Armee in das Korinth-Gefängnis eingedrungen ist. Ihr habt sie anscheinend genug bloßgestellt, um sie um zu lügen. Wo sind die Doktoren? Sie haben ihr Schicksal selbst gewählt. Ja, ich bin ziemlich gut. Haben Dr. Mellon und Dr. Ortis es geschafft? Gahal Ravul Asjon Ujuet Untumata. Achso, er hat die jetzt nach Käferstadt per Fähre gebracht. Ich bin froh, dass ihr zurück seid. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dr. Mellon und Dr. Ortis haben den Sperrerstift erstellt. Er ist aus dem Gedächtnis zusammengestückelt. Also können sie für nichts garantieren. Wir hätten ihre Forschungsunterlagen wirklich gebrauchen können. Ich hatte keine Wahl. Die Entscheidung ist gefallen. Ihr habt ein eingleisiges Hirn. Ein eingleisiges Hirn, krass. Oh Gott, was sind wir denn da? Es ist jetzt vorbei. Ich hoffe nur, dass der Stift funktioniert. Der Sperrer könnte für immer ein weiteres Telos oder Tares verhindern. Die Republik muss die Kontrolle darüber gewinnen. Wir sind bei unseren Plänen auf ein kleines Problem gestoßen. Wir konnten keinen Kontakt mehr mit Dr. Kasiri aufnehmen. Dem Informanten, der dies alles in Gang gebracht hat. Vielleicht braucht er unsere Hilfe. Was sollen wir tun? Er ist jetzt sowieso nutzlos. Vielleicht braucht er unsere Hilfe, ja. Können wir das? Jemanden einschleusen, um nach ihm zu sehen? Wir haben es versucht. Aber keiner meiner Agenten kommt nahe genug heran. Das Imperium zieht seine Truppen bei der Balmoranischen Waffenfabrik zusammen. Ab jetzt wird es ein Kampf. Wir müssen weitermachen, ob mit oder ohne Dr. Kasiri. Mein Techniker Lem Karna hat daran gearbeitet, den Sperrer zu orten. Er wartet beim Sundari-Außenposten auf euch. Das ist mein nächstes Ziel. Ich mache mir immer noch nicht Sorgen.
Ich mache mir immer noch Sorgen. Oh, ich mache mir Sorgen. Mache ich das? Nee, eigentlich nicht. Ist Lem der Sache gewachsen? Sagt Lem, dass ich so schnell wie möglich dort sein werde. Ich versuche weiter, Kontakt zu Dr. Kasiri aufzunehmen. Ich sage euch Bescheid, wenn ich von ihm höre. Madin, Ende. Commander Peace, out. Also gleich, ich muss erstmal... Ich habe sogar Zuneigungsgewinn bei Lara gehabt. Also eben in dem Gespräch ist es mir nicht aufgefallen. Da wollte ich schon fast sagen, verdammte Axt, warum kriege ich keinen Zuneigungsgewinn, aber naja. Die nehme ich nicht. Ne, ich nehme die Auszeichnung. Mal gucken, auf die Karte gucken. Hier sind wir fertig in dem Gebiet. Dann sage ich mal, ja, wir sind hier fertig in dem Gebiet. Nächste Folge werden wir dann im Sundari-Flachland weitermachen. Bis zum nächsten Mal, euer Commander Beast. Peace out.